Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer Choice on Social. Ja, es ist Montag, ihr wisst es, das heisst entweder zurück arbeiten, zurück in die Schule oder für andere auch zurück ins Militär. Und unter den Leuten, die zurück ins Militär gehen, hat es einige Damen darunter und da auch eine Oberleutnant Deborah Sigrist. Sie ist dazu mit uns heute über ihre Stasi als Frau im Militär zu reden. Schön, dass du da bist. Merci, Sarah. Und ihr seid auch dabei im Chat, wie immer, auf choice.ch/live. Stellt Debbie eure Fragen, warum ist sie zum Militär gegangen oder wie sie jetzt zur Wehrpflicht schaut für Frauen. Chatten mit auf choice.ch/live. Debbie, erzähl mal, wie bist du jetzt zum Militär gekommen? Das hat sich zum einen ist es so gewesen, ich bin mit der Familie lange im Ausland gewesen und bin damals dann mit meinem Bruder zurückgekommen. Und mein Bruder hat damals Militärdienst müssen leisten als Schweizer. Und ich bin dann mit ihm an Orientierungstag und dann hat es mich so ein bisschen gepackt und ich habe dann gewusst, ich will ein Zwischenjahr machen und ich kann mit dem Studium anfangen. Und dann habe ich gefunden, warum nicht? Ich probiere etwas Neues, schmeiße mich ins kalte Wasser. Und dann habe ich mich angemeldet für das Militär. Und als zweiter Grund, ein bisschen, es klingt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich habe gerne der Schweiz etwas zurückgeben, so quasi als Beitrag. Weil das merkt man vor allem, wenn man lange im Ausland wohnt, dass man es eigentlich sehr privilegiert ist hier in der Schweiz, dass man es eigentlich sehr gut hat. Und deswegen ist mir auch leicht gefallen, die Entscheidung zu treffen. Und dann ist so lange gegangen, bis zum Oberleutnant tun? Bis zum Oberleutnant? Ja, es ist eigentlich. Ich habe angefangen. Ich habe nicht am Anfang den Gedanken schon gehabt, dass ich gerne weitermachen möchte. Aber in der RS habe ich gefunden, ich will unbedingt. Also nach der RS habe ich gefunden, ich möchte weiter. Ich möchte meine WKs nicht als Soldat machen. Und dann habe ich den Unteroffizier gemacht. Und nochmal den Unteroffizier ist voll, dann gefunden, ich will noch ein Stück weiter. Und dann habe ich die OS gemacht, wo dann eine grosse Herausforderung war. Ja. Und ja, also für mich auch eine Lebensschule. Ja. Für alle, die es nicht ganz verstehen, was heisst Oberleutnant jetzt in diesem Kontext? Also man hat, also zuerst ist man Soldat, dann macht man weiter. Dann ist man Unteroffizier, dann kommt man den Wachmeistergrad über. Und dann, wenn man noch mal weitermacht, kommt man zum Zugführer. Dann ist man Offizier. Als Offizier führt man einen Zug. Das, je nach Zug sind das vielleicht zwischen 10 bis 30, 40 Leute, die dann quasi einem zuteilt sind. Und unter einem hat man dann die Gruppenführer, also die Unteroffizier, die einem Unterstützung bei der Führung von dem Zug. Okay. Wir haben Unterstützung aus unserer Regie aus und sie haben mir jetzt gerade ins Ohr gewischt, dass du deine Haare auf die Seite tun musst. Das Mikrofon, so Technik und so in dem Moment. Et voilà. aber eben, Frauen im Militär trifft man nicht jeden Tag an, oder? So, wie hat dein Umfeld reagiert, als du dich dazu entschieden hast, mit der zu gehen? Also, teils gewisse Leute sehr positiv. Mhm. Ich fand es super, dass Frauen das auch machen. Und andere eher ein bisschen negativ. Also ich habe zum Teil auch, aber das sind vor allem von Männern, die Dienste nicht machen wollen und sich vielleicht auch quasi ein bisschen, nicht davon gedruckt, aber irgendwie versucht haben, daraus rauszukommen. Mhm. Und dann zum Teil wirklich heftige Diskussionen mit Leuten, die dann finden, das Militär braucht es nicht, das muss man abschaffen. Ja, und ich habe immer gefunden, die Schweiz braucht das für die Sicherheit. Und ich tue meinen Beitrag gerne dazu leisten. Und das ist mein Entscheid. Und sie sind sich dann komisch, wie es fast wie ein bisschen persönlich angegriffen vorkommt, dass ich jetzt das mache. Ja. Wie stehst du zu Leuten, die sich jetzt drücken vom Dienst? Ich finde es schade, weil ich finde, man lernt unheimlich viel. Jetzt auch, schon bei den RS-Fotos an. Man kommt zusammen, eine Gruppe von Leuten von der Schweiz, überall. Verschiedene Leute von verschiedenen Schichten. Und es bilden sich ganz coole Teams zusammen. Und man muss dann durch dick und dünn den Marsch miteinander unterstützen. Und man lernt auch zum Beispiel gewisse Sachen mit schätzen. Mhm. Ganz ein banales Beispiel ist sein eigenes Bett. Dort hast du zum Teil ein Bett, das kleiner als 1,90 ist. Oder du kannst das Essen nicht aussuchen. Du musst essen, was auf den Tisch kommt. Und das sind ganz, ganz banale kleine Sachen, die dir dann bewusst machen, dass du eigentlich dein Leben eigentlich darfst schätzen und dass es eigentlich etwas Schönes ist, wenn man freie Wahl hat im Leben und machen das, was man sich wünscht oder gerne macht. Also das ist die Reaktion, ich sage jetzt mal von außerhalb sein und dann, wo du ins Militär kommst, wie haben die Leute dort auf dich reagiert? In der RS selber sind wir vier Frauen gewesen. Am Anfang ist das klar, ist immer die Reaktion da. Was machen die da? Ja.
Gewisse Männer haben das Gefühl, man kommt dann dorthin, weil man auf einer Mannensuche ist. Dann gibt es andere, die das Gefühl haben, ja, jetzt kommen sie hierher und machen nichts. Oder quasi, wir müssen dann... Liegen auf der vollen Haut um oder profitieren. Genau, profitieren. Aber ich glaube, mit der Zeit, das ist eben das Schöne, wenn man sich dann kennenlernt, fallen eigentlich die ganzen komischen Vorstellungen oder lernt sich dann kennen und sie kennen dann quasi besser und können sich dann auch besser verstehen, warum man es dann macht. Aber ist auch noch für dich am Anfang, wenn du dort ankommst, eigentlich mit so einem also für dich positive Vorhaben und dann kommst du so ein Backlash über. Ja. Ist nicht schwierig am Anfang? Also es geht. Wir haben, im Zug ist es immer ein bisschen zweiteilt. Also wir haben Leute, die sehr motiviert sind, die sich aber nicht getrauen, das zu sagen. Weil in der RS ist es fast ein bisschen verpönt, um zu sagen, ich will weitermachen. Und wieso? Ja, weil es sind so viele Leute rum, die keine Lust haben oder vielleicht sich das ein bisschen einreden. Und dann am Anfang macht man das ein bisschen im Geheimen. Und denkt man, ja, ich möchte eigentlich gerne weitermachen. Und sie haben einfach Angst, dass es nicht gut ankommt bei den Kameraden, wo einfach ein bisschen... nicht so motiviert sind. Genau. Und dann ergibt sich dann... Und es ist lustig, gegen den Schluss getrauen sie sich und dann sagen sie, ich mache einen Fall weiter. Sage, nein, das kann nicht sein. Also, hätte ich nie gedacht. So. Ja, genau. Und bei der Frau ist es noch eher einfacher, weil du gehst eh freiwilliger her. Ja, du bist eh und du kannst sagen, du, schau, ich möchte gerne weitermachen. Deswegen wird der Vater auch niemand an den Karren werden. Wir haben einen Kommentar aus dem Chat, und zwar von der Marie-Lena. Und sie sagt, sind so Soldaten und so... Und so anders zu dir als zu männlichen Militärmenschen? Soldaten? Mhm. Ja, ich denke, sie sind anders, weil ich glaube, es kommt ganz darauf an, ob du einen weiblichen Zugführer hast oder einen männlichen. Ja. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Als Mann kannst du natürlich ganz anders deine Grenzen zeigen. Als Frau kannst du nicht, sagen wir mal, rumbrüllen. Oder kannst du das nicht? Also hast du jetzt nie jemanden angebrüllt oder so? Ich habe noch nie im Militär irgendjemanden angebrüllt. Das ist nicht der Umgangston von einer Frau. Und das wird auch nicht wertgeschätzt. Also wenn eine Frau quasi rumbrüllt, ist das eher so, sie versucht sich zu behaupten. Oder? Und wenn du einen ganz normalen Ton mit den Leuten redest, und für mich war das Militär immer so gewesen, als Zugführerin, für mich sind das wie meine Teammitglieder. Und ich habe ein Ziel mit ihnen und versuche das zu erreichen und das schaffen wir nur zusammen. Und für mich war das nie so, dass ich einen militärischen Umgangston hatte mit den Leuten, weil es auch nicht zu mir passt. Und dann hätte ich irgendjemand gewesen, der gar nicht natürlich wäre. Und ich glaube, wenn man natürlich ist und genau sich selber, so kommt man am besten an, schlussendlich. Weil, und so akzeptieren sie es auch. Ja. Und wenn man rumschreit, ist glaube ich schon gar erwiesen, dass die Männer quasi auf Durchzug schalten und dann... Was ist das? Das kennt jeder privat. Aber wie hast du jetzt den Umgang gepflegt? Eben, wenn du jetzt mal in eine tricky Situation kommst mit einem Soldat, mit einem Rekrut, wie hast du das gehandelt in dem Moment? Also, wenn es jetzt rein persönlich war, habe ich dann einfach zu mir genommen und gefragt, was sein Problem ist. Ja. Wenn sie jetzt, das gibt es auch manchmal in einem Zug, dass sich zwei, drei quasi sehr demotiviert sind und Das habe ich immer sehr gehasst, kann ich nicht sagen, aber es ist mir immer auf den Weg gegangen, wenn die Leute quasi sich drücken von der Arbeit und die anderen im Team quasi oder im Zug umso mehr dann müssen leisten. Und dann nehme ich sie einfach zu mir und rede mit ihnen und sage ihnen ehrlich meine Meinung. Und sie haben es immer sehr akzeptiert und gefunden, ja, es stimmt, es ist nicht recht, es ist nicht okay. Und dann haben wir meistens, ich habe jetzt noch nie einen Konflikt mit jemandem gehabt, den wir dann lösen können. Ich stelle mir jetzt gerade dir so vor, wie du jemandem so sagst, so, und jetzt machst du es und so. Yeah. Ja. Jetzt finde ich es gerade schwierig, mich so zu vorstellen. Es ist halt anders, gell? Du bist ein anderer Umgang. Es ist halt gleich, die akzeptieren dich als Zugführer und als Person, die dann quasi die Befehle durchgeben. Ich habe sie ja nie als, in dem Sinne, als Befehl, sag mal, wenn ich die Leute bei mir kann, ich habe jetzt nicht gesagt, so jetzt Befehl, das und das. Mhm. Ich habe ihnen gesagt, was das Ziel ist, was zum Beispiel die Zeitvorgaben sind. Und sie haben es immer super erreicht. Also, das beste Beispiel ist mal bei Inspektionen, macht mal die Zugschule. Und ich glaube, meine Jungs haben zum Teil alles gegeben, damit wir die Sachen erreichen. Und die haben dann am Schluss haben für die Zugschule es sehr gut bekommen. Ja. Und das ist nicht oft der Fall im Militär. Voilà. Und das war natürlich sehr cool. Ein grosses Thema, das momentan umdiskutiert wird, ist Wehrpflicht für die Frauen.
Und da haben wir, bei euch im Facebook haben wir eine Aufruf gemacht. Wie findet ihr das? Wie stehen ihr dazu? Und da sind einige Kommentare reingekommen. Hat sich so wie zwei Lager gebildet. Wie immer so ein bisschen. Und jetzt schauen wir mal den ersten Kommentar an. Und zwar kommt der von Corinne Weibel. Und sie sagt, wenn es schon eine Pflicht gibt, dann soll es für uns Frauen genauso gelten. Wir wollen ja ständig die Gleichberechtigung. Fände ich eigentlich fair. Wie findest du jetzt den Kommentar von der Corinne? Also ich finde ich gebe ihr völlig recht. Ich finde es auch fair. Ich glaube, bei der Gleichberechtigung werden ständig immer nur die Rechte angeschaut und nie die Pflichten, die auch dazukommen. Ich finde einfach, es soll keine Wehrpflicht sein, sondern eine allgemeine Dienstpflicht. Okay, was ist der Unterschied schnell für? Das wäre, man kann entscheiden, geht man ins Militär oder man macht einen Zivildienst oder etwas Soziales. Und das sollte offen bleiben, denke ich, gewissen Frauen, weil nicht jeder ist körperlich in dem Sinn, weil man tut ja relativ auch Marsch und es ist auch körperlich anstrengend. Das sollte man es den Frauen offen lassen. Sie müssen finden, nein, das ist jetzt gar nicht mein Fall. Okay. Wieso findest du, wieso soll die Dienstpflicht für alle gelten? Dienstpflicht? Mhm. Ich finde einfach, wir in der Schweiz, wir haben ein wunderschönes Land und ich finde nicht das Recht, dass alle Frauen und wie auch Männer etwas dazu beitragen dürfen. Okay. Was heisst das? Was könnte man jetzt da als Frau beitragen? Zum Beispiel, was gibt es da für verschiedene Möglichkeiten, um das zu machen? Also jetzt im Militär? Oder Dienstpflicht allgemein. Dienstpflicht allgemein. Ich denke eben, zum Beispiel jetzt rein im Militär hat man ganz verschiedene Truppen gehabt, da hat man Sanitäter. Ich meine, das hilft auch, da sind auch viele Frauen dabei, die schon später im medizinischen Bereich etwas machen möchten. Da hat man die ganze Logistik, man hat natürlich auch Kampftruppen, das ist weniger beliebt bei den Frauen. Aber es gibt zwei, drei, die sind körperlich imstande, um das genauso mitzuhaben wie mit den Männern. Und, ja, es gibt ganz verschiedene, also es gibt eine riesige Auswahl. Die ganze Palette steht offen. Seit Armee 21 dürfen Frauen jeder Truppe beitreten, wenn sie die sportlichen Tests erfüllen. Okay. Und sonst hat man den Zivildienst. Und das, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht extrem gut aus dem Bereich, aber man kann in Spitälern, in Altersheimen, man kann Natur unterstützen, also einfach dort Dienst leisten, in dem Sinne, dass man nicht gehen putzen oder also aufräumen und das machen dann recht viele Männer. Also von dem her, oder ein Transport von Behinderten. Also es gibt extrem viele Sachen, die man machen kann. Okay. Wir haben auch andere Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Und dann schauen wir gerade den nächsten Kommentar. Und zwar von Bert Schlüchter. Er sagt, egal ob Mann oder Frau, die Entscheidung sollte jeder freiwillig treffen dürfen. Und ich glaube, ihm ist jetzt auch um die Dienstpflicht gegangen. Ja. Dass man sich freiwillig, dass man für sich selber kann entscheiden, hey, ich will jetzt etwas machen oder ich will nichts machen. Das wird jeder frei entscheiden. Wie findest du das? Also ich finde jetzt die Dienstpflicht selber, wenn man jedem die freie Wahl lässt, ist es glaube relativ schwierig, dass man am Schluss eine gute Milizarmee hat. Und ich finde, es muss Pflicht sein, weil sonst kommen die Leute nicht. Und es ist ja oft so, man sieht, man in jedem Weg kann, kommen die Leute, haben die Motivation nicht und kommen dort her. Aber das sind am Schluss super Soldaten und bringen zum Teil enormes Wissen vom Zivilen mit. Und es ist sensationell, weil ich meine, das ist ein Geschenk hier in der Schweiz, das wir haben. Wir haben Leute, die ins Militär kommen, die etwas im Zivilen auch machen, etwas Privates, einen Job haben. Und deswegen, man kann das nicht freiwillig machen, weil am Schluss eben, dann müssen wir dann einfach eine Berufsarmee aufstellen. Und das ist genau, was wahrscheinlich dann falsch wäre für die Schweiz. Weil wir will ja nicht, dass die Leute, die einfach sich wünschen einen Krieg oder sich wünschen irgendwie es sind halt spezielle Leute, die zum Teil auch jetzt nicht, ich sage jetzt nicht alle, aber das Berufsmilitär ist halt, hat für mich jetzt einen schlechteren Beigeschmack. Okay, ja. Und deswegen finde ich, solange man es mit Miliz machen kann, ist es super und vor allem soll es auch so bleiben. Ja. Wir haben einen weiteren Kommentar aus dem Chat, und zwar von Serhat. Und er sagt, also ich finde, es sollte weder Männer noch für Frauen Pflicht, sondern freiwillig sein. Was denkt ihr dazu? Haben wir ja jetzt gerade ein bisschen diskutiert. Ja. Aber es gibt jetzt, ich habe den Facebook-Kommentar heute angeschaut, wie ich es halt so mache in dem Moment. Und dort hat es auch noch so Kommentare gegeben, von Soldaten selber, die gefunden haben, ja, sie hätten nichts gemacht im Militär. Sie hätten nur herumgeguckt oder vor allem im WK. Ja. Es sei nicht so viel gemacht worden oder es sei zu lang, 21 Wochen. Wie findest du das, so Kommentare, wenn du das hörst, von Soldaten, die da waren? Also jetzt im RS kann ich mir schlecht vorstellen, dass man nichts macht, weil das ist wirklich ein vollgepacktes Programm. Das startet mit der Grundausbildung und dann geht das weiter mit der Funktionsausbildung. Also
Dort kann man schlecht vorstellen, dass man dort nicht so viel macht. Inzwischen ist dort wirklich etwas schiefgelaufen. Mhm. Im WK ist es halt so, man hat die ganzen Ausbildungen den Zugführer vorbereiten. Mhm. Und wenn dort es langweilig werden sollte, klar gibt es gewisse Sachen, die können es nicht verhindern, Zugführer. Es gibt manchmal Leerläufe. Aber grundsätzlich denke ich, 80% der Zeit sollte doch mit Ausbildungen ausgefüllt sein. Und das ist bei uns jetzt jeder Weg, den ich gemacht habe, eigentlich mehrheitlich der Fall. Aber klar gibt es am Anfang wie am Schluss immer wieder ein bisschen mehr tote Zeit, weil am Schluss wird das Material zurückgeben. Mhm. Und die kann man auch nicht mehr alle zusammen gleichzeitig irgendwie den ganzen Tag durcharbeiten. Und dann gibt es halt so ein bisschen. Und am Anfang hat man das auch. Aber ich denke, bis zu 80% meistens von der Ausbildung sollten die Leute alle eingebunden sein. Mhm. Und sonst ist etwas falsch gelaufen. Okay. Findest du, dass das Militär mehr Frauen braucht? Ich fände es gut, ja. Weil es ist, also ich habe es jetzt immer so erlebt, es ist immer eine sehr angenehme Atmosphäre. Und viele sagen auch, dass das Niveau zum Teil auch im Militär ein bisschen steigt, wenn Frauen dabei sind. Und ich glaube, die Männer haben auch nichts dagegen, wenn Frauen dabei sind. Also es ist, und es ist ein sehr kollegialer Umgang, den man miteinander hat. Und ich habe zum Teil auch Freundschaften fürs Leben im Militär gemacht. Also es ist auch etwas Schönes und ich finde, wir dürfen gerne mehr Frauen dort sein. Es gibt ja so die altbekannte Kommentare, dass Frauen nur ins Militär gehen, um Männer kennenzulernen und so. Wie findest du das? Ja, also ich glaube, es gibt bessere Märkte, um Männer kennenzulernen. Vor allem, wenn im Militär hat man getrennte Räume. Man hat, also es wäre traurig, wenn das der Fall wäre. Und vielleicht gibt es seltene Ausnahmen. Mhm. Das würde ich jetzt nicht bestreiten. Mhm. Aber ich denke, die meisten machen es, weil sie sich etwas mitnehmen für späteres Zivilleben oder vielleicht beruflich etwas, zum Beispiel zur Polizei möchte gehen. Also von dem her, ja. Aber schadet sich doch auch als Frau selber doch extrem, wenn du jetzt dort ankommst, mit der Absicht, dass du Männer kennenlernen willst. Also das ist doch extrem schädlich für deinen Ruf in dem Moment und auch für den Umgang miteinander. Ja, es ist einfach, mir wird dann, da steht einfach dann das Kollegiale, die Freundschaft, die sich aufbilden kann, mhm. jetzt im Militär. Die steht, wenn man das dann erlebt, dann steht das im Weg. Und vor allem gibt es eine komische Front. Und vor allem die Frauen und die Männer. Und die Männer denken dann, ja, die machen ja nichts. Und dann müssen sie vielleicht das Gepäck von denen tragen. Und dann wird das Leben noch von den Männern erschwert. Ja. Und, ja, und das gibt ganz komische Konstellationen. Und es ist schade, wenn das der Fall wäre. Stichwort Gepäck tragen. Hat es bei dir jetzt in deiner Phase Militär eine Grenze gegeben, wo du einfach psychisch, physisch nicht hast können, also nicht hast können bestreiten, wo deine Kollegen haben können machen? Also ich muss sagen, ich habe früher immer sehr viel Sport gemacht. Mhm. Und ich bin ins Militär gekommen also ich war relativ fit, als ich ins Militär gekommen bin. Und ich konnte eigentlich überall können mithalten. Das Einzige ist, man hat als Frau grundsätzlich, egal wie du fit bist, du hast nie die Kraft, die die Männer haben. Und zum Beispiel in der OS, der Unteroffizierschule, gibt es TIBA, das ist die Hindernisbahn. Mhm. Und da muss man sich aufziehen drüber. Es ist ein reiner Kraftakt. Und ich denke dort, also ich war definitiv nicht der Schnellste gewesen. Ich habe es aber immer durchgeschafft. Aber dort mag ich nicht mithalten. Also das ist wirklich ein reiner Kraftakt. Aber ich denke, Frauen haben auch extrem viele Vorteile. Es ist mentale Stärke. Jetzt habe ich zum Beispiel den 50-Kilometer Marschlarsch, den wir in der Offizierschule hatten. Das war extrem anstrengend für mich. Anstrengend, also viel anstrengend als für Klassenkameraden. Weil man trägt extrem viel Gewicht mit sich um. Und da man als Frau weniger Kraft hat, leidet man dann schon mehr. Mhm. Aber dann gibt es wieder Vorteile wie auf dem 100-Kilometer Marsch in der Offizierschule. Das ist der Schlussmarsch, den du machst. Der hat mir viel leichter gedünkt als der 50-Kilometer Lastenmarsch. Ja, gut für dich in dem Moment. Ja, und ich denke, das ist, weil beim 100-Kilometer-Marsch geht es rein um mentale Stärke. Mhm. Jeder ist irgendwann mal müde. Jeder mag irgendwann mal nicht mehr. Es ist meistens am Anschlag mit bis 60 oder 80. Und dann geht es einfach darum, nein, ich beiße jetzt das durch und den Willen. Und, ja, und dann schafft man das auch. Aber die Kraft ist sicher etwas, wo man vielleicht ein bisschen, ja, das Glück nicht mit dem Mann. Ja. Wir haben einen Kommentar und zwar von Laura. Und sie sagt, ich bin früh Mutter geworden. Wenn es eine Pflicht wäre, hätte ich das gar nicht unter einen Hut gebracht. Was meint ihr dazu? Man kann ja, also je nachdem natürlich, wenn man startet, wenn sie früh Mutter geworden ist, kannst du natürlich nicht, dann in der RS. Ja.
aber vielleicht in einer späteren Phase. Das ist natürlich, das muss alles noch rechtlich quasi, ich kenne jetzt da nicht, wie es rechtlich aussieht, aber ich weiss, dass man dann quasi dann wie freigestellt wird für ein Zeitchen und dann müsste quasi dann später irgendwann mal. Aber wenn das grundsätzlich nicht geht im Privatleben, denke ich, würde man einen Weg finden, und wenn es wirklich keine Möglichkeit gibt. Wie das, stelle ich, das ist ein gutes Argument für Laura. Das stelle ich mir schon schwierig vor, wenn du, also ich habe kein Kind, aber ich stelle mir das schwierig vor, wenn du als Mutter deine Kinder hast und auf dich aufpassen tust und dann noch die Pflicht besteht. Ja. Ist das doch schon ein rechter Konflikt, der dann herrschen würde? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann quasi jemand ins Militär zwingt, genau, und dann die Kinder allein muss zurücklassen muss. Also ich denke, als Mutter, vor allem als junge Mutter, wenn man junge Kinder hat, ist das unmöglich. Cool, hey, ich finde es ein mega spannender Talk mit dir, Debbie. Wir machen eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich. Darum chatten mit auf choice.ch/live. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück da bei der Choice on Social an diesem wunderbaren Montag. Bei mir ist Deborah Sieger, sie ist Oberleutnant im Militär. Und wir reden mit ihr über ihre Stasi als Frau im Militär selber. Ihr chattet fleissig mit auf choice.ch/live. Und darum frage ich dich jetzt einfach mal, du bist ja jetzt fertig mit dem WK. Mhm. Wenn du jetzt so zurückschaust, was ist das, was dir das Militär am meisten gebracht hat? Ich denke vor allem, wir lernen von Leuten herzustehen. Man lernt, mit verschiedenen Leuten umzugehen. Das heisst, man hat eben Leute von allen Schichten, verschiedene Arten von Leuten, die anders denken. Man hat, und man lernt, mit denen zusammenzuarbeiten. Also, man hat das Gefühl, man ist noch parat für die Arbeitswelt, dass man mit jedem eigentlich jedes Problem lösen kann. Man geht sehr, denke ich auch zum Beispiel, wenn man etwas vorbereitet, irgendetwas, vielleicht ein Projekt hat, geht man sehr systematisch vor. Also, man lernt, wie man bei A anfängt und dann wirklich am Schluss dann, das Gesamtprojekt in der Hand hat und den Prozess. Ich glaube, den lernt man relativ gut. Aber das ist jetzt vor allem mit der OS, denke ich, also der Offizier schon. Mentale Stärke, ich denke, das nimmt man extrem mit. Und zwar, man lernt einfach beißen. Wenn gewisse Sachen im Leben nicht mehr so rund laufen oder vielleicht etwas mal härter ist, habe ich das Gefühl, ich kann das jetzt das mitgenommen. Dann lernt man einfach mehr mal auf die Zähne beißen. Und einfach Kopf ab und durch. Es hat eine Studie in Deutschland gegeben, die gesagt hat, dass jede zweite Soldatin mit sexistischen Kommentaren zu tun hat. Und dass darum viele Frauen auch logischerweise, wenn man das so hört, Hemmungen hat, ins Militär zu gehen. Wie siehst du das? Wie findest du die Studie? Also ich kann jetzt einfach von mir aus reden, ja, meine persönliche Erfahrung. Ich habe jetzt noch nie sexistische Kommentare. Okay. In dem Sinn, damit konfrontiert wurde. Im Ausgang mal in der RS kommen dann Männer und sagen, er sind eh nur da wegen den Männern. Mhm. Und dann habe ich mal erklärt, warum ich da bin und was meine Motivation ist. Und dann hat sich das ein bisschen geleitet. Aber ich bin jetzt grundsätzlich nicht. Ich habe nie das Gefühl, ich bin jetzt regelmäßig mit so Kommentaren beworfen worden. Oder? Aber hast du ab und zu einen Moment gehabt, wo du vielleicht auch deine Entscheidung angezweifelt hast, dass du als Frau ins Militär gegangen bist? Nein, keine Sekunde. Wow. Nein, ich habe wirklich nie. Es gibt so Momente, die etwas härter sind. Und als Frau, vor allem, weil du eine Frau bist, sind es härter. Ja, weil mit zwei sagen die Männer, ist immer ein riesiger Vorteil. Du hast dein Einzelzimmer und bist allein. Mhm. Also, vor allem, wenn du weitermachst, bist du meistens eher allein. Manchmal fehlt dir jemand, wo vielleicht eine Frau, die du vielleicht austauschen kannst. Und zwar einfach nur das Alleinsein am X. Und zwar bist du in deinem Raum allein und sie haben zum Teil ihr riesiges Gaudi im Zimmer. Und sie sind immer zusammen. Ja. Und das hat mir am X am Militär gefällt, dass wir... Dass du deinen eigenen Zusammenhalt so hast. Ja, genau. Also ich meine, es hat schon... Ich habe extrem viele gute Kameraden gehabt und eben, ich habe jetzt heute noch Kontakt mit ihnen. Aber es schweißt sie noch mehr zusammen, wenn du in dieser Gruppe bist und im gleichen Zimmer. Und klar gibt es einen, musst nachher, und das ist mühsam. Aber ich bin dann am X allein am Abend und dann wünscht man sich vielleicht jemanden, wo man sich vielleicht kann austauschen kann. Sich auch über den Tag und so. Genau, ich glaube, es ist eher so ein Frauending, dass man sich austauschen muss. Aber mir hat das ein bisschen gefällt, aber ich habe es nicht einen Moment bereut. Okay. Und ich denke, wenn man es mal geschafft hat, am Schluss ist man extrem stolz. Und man freut sich darauf. Und man hat das Gefühl, man ist gewappnet für das Leben und bereit für was auch immer, was für Stürme dann kommen. Okay, wir haben einen Kommentar und zwar von der Melanie. Und sie sagt, haben wir überlegt, zu gehen als Sprachspezialistin aber bin überhaupt nicht sportlich und habe keine Ahnung, was denn da alles auf mich zukommt. Was würdest du jetzt Melanie sagen? Also Sprachspezialistin kenne ich mich jetzt nicht sehr gut aus dem Bereich, aber man braucht halt militärisch schon ein bisschen eine Grundfitness. Mhm.
aber in der RS ist es zum Teil nicht so krass wie in der OS. Aber man muss sicher eine Grundfitness haben. Und sonst einfach einen starken Willen, dass wir einfach durchbeissen wollen. Ja. Und ich denke, solange man einfach den starken Willen hat und das will erreichen und nicht schnell aufgibt, sollte das kein Problem sein. Was für Fragen muss man sich jetzt als Frau stellen, wo sich wirklich am Überlegen ist, ins Militär zu gehen? Was muss man sich dafür fragen, sich selber stellen? Was muss man sich bewusst sein, wenn man die Entscheidung fällt? Also ich denke, eben das Sportliche, das darf man nicht vergessen, der Aspekt, dass man dort vielleicht sicher sich dort vorbereitet und sich vielleicht einfach fit behaltet. Man hat auch natürlich immer Kampfstiefel an. Die haben recht ein Gewicht, das ist man sich nicht bewusst. Also man trägt immer sehr viel Gewicht herum. Und vielleicht, wenn es geht, vielleicht die Kampfstiefel, man kann sie sogar vorher ausfassen und mit denen vielleicht mal laufen, dass man sich einfach das Gewicht ein bisschen bewusst ist. Und sonst einfach, dass man einfach sich selber ist. Ich glaube, dass man einfach ins Militär geht und nicht irgendwie die Kampfsau will da vorherstellen, das kommt nicht gut an. Und man soll sich selber sein und als Frau auch seinen Beitrag leisten. Und ja, nie versuchen, den weiblichen Bonus rauszuholen. Das ist wirklich, das kommt nie gut an. Vor allem bei den anderen Kameraden, dass sie das Gefühl haben, jetzt wird sie bevorzugt, weil sie eine Frau ist. Und das sollte man wirklich unbedingt vermeiden. Und wenn auch irgendjemand sagt, du darfst jetzt, weil du eine Frau bist, dann knallhart sagen, nein, ich bleibe jetzt mit ihnen und ich mache das jetzt auch durch. Okay, sehr gut. Ja, hey Debbie, wir sind am Schluss von der Sendung auch gekommen. Wir haben so viel geredet, aber es war sehr schön, dass du da gewesen bist. Darum danke vielmals, gell? Hat sehr viel Spass gemacht. Und euch da draußen, danke vielmals fürs Mitchatten. Sehr schön gewesen. Aber ihr bleibt dran. Chattet mit, und zwar auf choice.ch/live. Checkt euch ein, ganz wichtig, weil dann können wir den Punkt überwinden, dann für unsere Trophy eintauschen könnt. Und dann können wir ganz viele tolle Produkte über wie Tickets und ganz viele andere wunderbare Sachen. Aber jetzt geht es weiter mit Neues. Ganz eine tolle Sendung. Und der Julian ist nicht rum. Wieso nicht? Findet ihr vielleicht raus. Darum bleibt dran, chattet mit und wir sagen Tschüss. Schönen Abend.